Und daher schlage ich vor, dass wir Luanne zum 1. April kryogenisch einfrieren. Als Eisblock kann sie uns keine Streiche spielen. Oh, ich bitte euch. Ihre Hirnfunktionen bleiben erhalten. Naja, so gut wie. Lana und ich haben auch eine Idee. Wir nennen ihn den Streichblocker-Poncho. Das aufblasbare Kissen schützt vor allen möglichen Streichen. Au! Oh, ah, das hat weh, Leute. Gar kein Problem. Du brauchst nur etwas mehr Luft. Hat jemand eine Idee, die wirklich funktioniert? Der 1. April ist bald und ich will nicht noch eine Augenbraue verlieren. Ich habe hier oben nur noch Stoppeln. Und wie wär's, wenn wir Fannys Streichimperium so schlecht bewerten, dass sie dicht machen müssen? Oh, das klingt gut. Ohne ihren Lieferanten gibt's auch keine Streiche. Dazu ist es zu spät. Luanne hat sich ihr Streichzubehör vor Monaten in ein Außenlager liefern lassen. Sie wollte mir damit Angst einjagen. Hat gut funktioniert. Lenny, hörst du uns eigentlich zu? Oh, ich habe gerade diese Anzeige für ein Clowns-Camp, das am 1. April stattfindet, gelesen. Was? Das ist ja perfekt. Wenn wir Luanne in dieses Camp schicken, kann sie uns hier nichts anhaben. Oh, aber es kostet 500 Mäuse. Tja, das ist wirklich eine Menge Geld. Aber wenn wir dafür den 1. April nicht in diesen Anzügen verbringen müssen, ist es das wert. Allerdings, wer weiß meine Kreditkartennummer? Ein Wochenende im Funny Farm Clown Camp? Oh, davon habe ich schon so lange geträumt. Oh, danke schön, danke schön, danke schön. Aber aus welchem Anlass? Wir brauchen doch keinen Anlass, um unsere Lieblingskomikerin zu verwöhnen. Oh, halt! Aber da ist der 1. April. Wirklich? War mir gar nicht klar. Ich will an meinem Lieblingstag nicht von meiner Familie getrennt sein. Aber denk doch mal an all die Clowns im Camp, die nur auf deine Streiche warten. Oh, du hast recht. Tja, in dem Fall kann's Clown erwarten. Kapiert? Der war ja echt zum Brüllen. Wie kommst du nur auf sowas? Ach, gleich mache ich mir in die Hose. Lincoln, übertreib's nicht, ja. Tja, Leute, da wären wir. Ihr werdet mir fehlen, aber... Ciao, mach's gut, Luanne. Wartet, ich hab's mir anders überlegt. Ich das Bett. Ich will die blauen Clownsschuhe, nicht die pinken. Hier, nimm alle mit. Und meine auch, nur zur Sicherheit. Tut mir leid. Sieht aus, als wäre Vanzilla abgeschmiert. Ich mach das schon, Dad. Oh, wie seltsam. Ich dachte, ich hätte meine Werkzeugkiste dabei. Halb so wild. Wir lassen uns morgen früh abschleppen. Und hier ist ja auch gleich ein Motel. Lola Laut nächtigt auf keinen Fall in einem Zwei-Sterne-Motel. Tja, jetzt hat's nur noch einen Stern. Also alles gut. Und bitte beschütze Cliff, Charles, George und Walt und Izzy, Hop, Spidey, Fangzahn, El Diabolo. Lana! Aber meine Ameisenkolonie fehlt noch. Gute Nacht. Also echt mal, stört das wirklich sonst kein hier? Oh, tut mir leid. Von diesen Tankstellen-Burritos kriege ich immer Blähungen. Nicht das, diese Grille. Au, trinkst du, Bro? Tut mir leid, ich kann nichts sehen. Ich mach mal kurz das Licht an, ja? Lincoln! Entschuldigt! Lincoln! Tut mir leid, ich verstehe nicht, wie das hier alles funktionieren soll. Lincoln, keine Knöpfe mehr drücken, verstanden? Oh, wo ist der verflixte Stecker für dieses Ding? Oh, ich hol schnell ein paar Handtücher für den Kaffee! Oh, so, das sollte reichen. Wer diese Kabel hier verlegt hat, der wusste echt nicht, was er tut. Ich glaube, der wusste sogar ganz genau, was er tut. Seht euch das mal an. Diese Grille ist aus Plastik. Sie stammt aus Fannys Streichimperium. Da kauft Luanne ihr Streichzubehör. Ob sie vielleicht hinter all dem steckt? Auf keinen Fall. Sie ist doch im Camp. Ich werde sie gleich mal anrufen. Hallo, Familie. Ich hoffe, ihr genießt euren Aufenthalt. Aber seht euch vor, denn eure Zähne werden nicht vor Kälte klappern. Kapiert? Okay, bleibt schön ruhig, Leute. Wir lassen uns ein anderes Zimmer geben. Und woher wissen wir, dass Luanne nicht genau das eingeplant hat? Wir sollten hier bleiben. Halt durch, Lisa. Wir helfen dir. Abgelehnt. Geht ohne mich. Hier drin ist es sicherer. Dann los.